Der Legende nach wurde der Zampone 1511 in Mirandola erfunden, als die Stadt von den Truppen Papst Julius II. Belagert wurde. Die Einwohner füllten, vielleicht um alle Nahrungsmittelreserven der Stadt zu retten oder um Vorräte anzulegen, das Fleisch in die Haut der Schweinefüße. Eine Geschichte und eine Tradition, die es ermöglichte, dass 1999 dem Zampone Modena und dem Cotechino Modena die wertvolle europäische Anerkennung geschützte geografische Angabe verliehen wurde. Zampone und Cotechino Modena GGA werden aus einer Mischung verschiedener Fleischstücke des Schweins hergestellt. Die Masse beinhaltet mageres Fleisch, Fett und Schwarte. Zum Magerfleischanteil gehören die Schultermuskeln und andere Stücke. Als Fettanteil wird das vom Hals, das edelste und am meisten geschätzte Fett des Schweins, verwendet. Die Schwarte ist der ausgeprägteste Bestandteil des Zampone und des Cotechino Modena. Diese Stücke verleihen diesen beiden Produkten ihre charakteristische Weichheit und Note. In der ersten Herstellungsphase für den Zampone und den Cotechino Modena GGA werden die Fleisch- und Schwartenteile im Fleischwolf zerkleinert und dann in einen Mischer gegeben, wo sie zu einer gleichmäßigen Masse vermengt werden. In dieser Phase werden auch Gewürze zugegeben: Salz, Pfeffer, Zimt, eventuell Wein und andere Aromen, je nach den typischen und von den Herstellern geheim gehaltenen Rezepten. Die Fleischmasse kommt nun in die Abfüllanlage, von der sie entweder in Naturdarm oder für den Zampone in die Haut des vorderen Schweinefußes gefüllt werden. Der einzige Unterschied dieser beiden Erzeugnisse ist in der Tat nur die Hülle. Um den Fleischinhalt gleichmäßig zu verteilen und die Bildung von Luftblasen zu verhindern, werden der Cotechino und der Zampone schließlich gelocht, massiert und dann zum Trocknen gebracht. Nach der Trocknung kommen die Zampone Modena und die Cotechino Modena, die hauptsächlich fast zu 95% vorgegart verkauft werden, zur Phase des Vorgarens in ein kochendes Wasser- oder Dampfbad. Zampone Modena und Cotechino Modena GGA werden von einer unabhängigen Einrichtung im Auftrag des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft zertifiziert. Das Kontrollinstitut überwacht konstant, dass der Produktionsstandard eingehalten wird, der den Produktionsablauf des Zampone Modena und des Cotechino Modena vom Rohmaterial bis zur Verpackung genauestens festlegt.
We'll be right back.